So, heute geht es weiter. Es ist aber nicht der Fahrradanhängerumbau, sondern der gute Postmann war da und hat uns lecker Paket gebracht. Von der Dieselheizung ist das. Und zwar gehen wir mal gucken. Gehen wir mal einfach mal das Ding auspacken. Einpacken wollte ich schon sagen. Ich habe jetzt die Tage die Verlosungspakete gepackt und jetzt rede ich immer vom Einpacken anstatt vom Auspacken. Aber hier kann nur die Dieselpumpe drin sein, weil der Rest der Bestellung, die ich bestellt hatte, das war die Spende fürs Tierheim. Da geht auch immer was weg. Ja, guckt, da ist er. Das gute neue Stück. Die werden wir dann jetzt mal mit dem Filter, werden wir die mal einbauen. Wo ist er? Hier, der neue Filter. Baue ich das Stückchen jetzt gleich mal ein. Da werde ich euch nicht mitnehmen. Ich werde euch nur mitnehmen, wenn ich das wieder montiert habe. Und dann werden wir mal schauen, ob die wieder läuft, die Heizung. Und ich hoffe, dass sie diesmal auch am Laufen bleibt, weil das ist jetzt Pumpe Nummer 4. Wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den ganzen Kladderadatsch montiert habe. Bis gleich. So, sind wir wieder da. Neue Pümpchen ist drin. Neuer Filter ist auch drin. Ich habe jetzt hier ein bisschen, ich meine, es läuft ja noch ein bisschen Diesel ist zurückgelaufen da rein. Minimal aber nur. Ich habe jetzt zur Vorsicht, habe ich hier ein bisschen Moos-2-Öl reingefüllt, dass es sich als erstes mal ein bisschen Schmierung zieht. Ich habe auch ein bisschen was reingesprüht in die Pumpe, dass ein bisschen Schmierstoff vorhanden ist und dann wollen wir die ganze Sache mal starten. Gehen wir mal rüber zum Ort des Geschehens. Müsste ich nachher, wenn die läuft, auch mal ein bisschen Diesel auffüllen, aber wir werden es jetzt ausprobieren. Ich werde euch berichten. Ich fülle jetzt in der Zeit ein bisschen den Dieseltank auf und dann in der Zeit müsste die ja auch laufen. Da sehen wir uns gleich wieder. So, mittlerweile hat sie gestartet, ihr hört es ja. Sie läuft jetzt gerade an und das ist immer das Phänomen, wie es ist. Sprit ist auch drin. Er zieht ja fleißig. Filter ist drin. Läuft jetzt fleißig vor sich hin. Sprit ist auch drin. Aufgefüllt. Ja. So sollte das bleiben. Jetzt sind wir mal gespannt und wollen mal sehen, wie sich das verhält. Ich lasse jetzt auf jeden Fall laufen, dass die Garage schön muckelig wird. Man hört es ja. Kommt schön warm raus. Ja, lauwarm noch, aber die läuft sich jetzt schön ein. Ich lasse laufen und dann werden wir mal beobachten, wie lange das Viech jetzt läuft, ne? Das war das Update zur Dieselstandheizung Pumpe Nummer 4. Leute, ich weiß nicht, wie lange die jetzt läuft, die Heizung. So 2 Stunden, ne, weiß nicht, 1, 2 Stunden. Jetzt war ich mal kurz oben, habe mir einen Tee gemacht. Kommen wir da runter, jetzt steht die auf E08. Ich glaub's nicht mehr, ey. Ne, 1,5 Stunden. Ich mache sie nochmal an und gucke mal, was passiert. Also, ich weiß es nicht. Machen wir nochmal einen Neustart. So, sie läuft wieder an. Ich glaube, man kann es hier durchaus sehen, dass sie räuchert gerade, weil sie einfach so ausgegangen ist. Dann gehen wir mal einfach mal raus, mal gucken, wie es aussieht. Ist aber ein bisschen düster schon. Ich weiß nicht, was wir noch sehen. Puh. Boah, was macht sie denn jetzt hier, ey? Räucherofen. Also das ist auf jeden Fall keine gesunde Verbrennung. Ja, wollen wir mal schauen. Ich weiß nicht, man sieht ja jetzt nicht viel. Pumpe hört man. Aber das klingt nicht nach gesund. Beziehungsweise es sieht nicht nach gesund aus. Ja, wollen wir mal schauen. Vor allen Dingen, wenn man das dann noch reinzieht ins Fenster. Gucken wir mal. Ich sage euch gleich Bescheid, ob es läuft oder nicht. Dann schauen wir mal. Ja, sie räuchert auf jeden Fall und das ist mir ein bisschen zu viel. Also es kann sein, dass das irgendwas stimmt da nicht. Die ist ausgegangen. Wow, und die räuchert mir jetzt alles voll hier. Puh. So, jetzt hat sie sich einigermaßen beruhigt. Sie läuft auch. Aber schön ist was anderes.
qualmt auch nicht mehr. Minimal. Aber die Pumpe läuft auch nicht mehr. Hat sich schon wieder erledigt. Ja, die Pumpe ging jetzt nicht mehr. Ist jetzt ausgegangen, hat gequalmt wie Harry. Und jetzt ist er wieder irgendwie im Selbstheilungsmodus gegangen oder was auch immer. Es ist natürlich jetzt schon relativ dunkel, habe jetzt alles voll gequalmt. Stinkt auch wie die Pest. Aber jetzt läuft sie einigermaßen normal. Sie qualmt ein bisschen. Aber dadurch, dass die Pumpe jetzt gerade aufgehört hat zu fördern und das gequalmt hat wie Harry, hoffe ich mal, dass sie nochmal wieder anspringt. Naja, das sehen wir ja.